Claudia Doron aus Buchs im Alberital ist nicht nur Produzentin von dem Dokumentarfilm, sondern auch die Gründerin und Projektmanagerin von der Non-Profit-Organisation River of Hope. Sie beantwortet in dem Dokumentarfilm die folgenden Fragen. Wie die Entwicklungshilfe in ihrem Fall aussieht, warum sie ohne Geld, ohne ein bestimmtes Projekt im Hinterkopf zu haben, eine Non-Profit-Organisation gegründet hat und dann im Kongo gelandet ist. Claudia wollte ganz einfach aufhören, über die Möglichkeiten nachzudenken und darüber zu reden, wie sie die Welt zu einem besseren Ort machen könnte. Stattdessen hat sie angefangen, anderen zur Selbsthilfe zu verhelfen. Sie möchte das Publikum auf eine Reise in Kongo mitnehmen. Also, schnall neu an und mach neu bereit auf die Landung. Boyo Bolamo Sela Elamu. Alles hat angefangen, wo ich im 1990 einen Kindergarten in Nairobi besucht habe. Es ist mir bei dem Besuch klar geworden, dass ich irgendwann auf dieser Welt eine Schule für benachteiligte Kinder aufbauen werde. 20 Jahre später, im 2010, war der Moment auf einmal da, so ein Projekt in Angriff zu nehmen. Ob das jetzt der richtige Moment war oder nicht, weiss man ja nicht so genau, aber das Bauchgefühl hat gestimmt. Und so habe ich den gemeinnützigen Verein River of Hope gegründet, und zwar ohne Geld und ohne bestimmtes Projekt. Ich habe fest daran geglaubt, dass wenn das der richtige Moment ist, mich das Projekt finden wird und die Finanzen folgen werden. Ich bin dann an einer Veranstaltung von einer Kongolesin angesprochen worden. Sie hat mir von ihrem Bruder erzählt. Er ist ein Fußballcoach, der den Traum hatte, Kinder mit der Anziehungskraft von Fußball von der Strasse zu bringen. Ein erster Schritt, wie in unserem Fall Kinder eine Schulbildung bekommen haben. Und das war der Anfang meines Projekts. Heute ist Dalla Musica das Zentrum mit über 500 Schulkindern vom 1. bis 12. Schuljahr und einer Fußballschule. Damals habe ich mir nie träumen lassen, wie gross das alles 12 Jahre später sein wird. Aber der Weg dorthin, der Einsatz und die Energie, die es dazu gebraucht hat, haben sich gelohnt. Für mich, der Christoph Mbedi, der seit dem Anfang unserer lokalen Projektmanager ist, und unser Team. Willkommen in der Demokratischen Republik Kongo, ehemaliges Zaire, mit seinen über 90 Millionen Einwohnern, die im 1960 ihre Unabhängigkeit von Belgien erlangt haben. Der Kongo ist etwa so gross wie Westeuropa und liegt im Herzen von Afrika. Sie haben eine 40 km lange Küste am Atlantik entlang und Grenzen an 10 Länder. Unser Center ist ungefähr 60 km außerhalb der Hauptstadt Kinshasa an der Hauptstrasse N1, die zum Hafen Matadi führt. Das Zentrum selber liegt 1 km von dieser gefährlichen Hauptstrasse im Landesinneren auf einem Hügel, sodass jetzt die Kinder von den umliegenden Dörfern einen sicheren Schulweg haben. Wir haben das Grundstück nicht nur wegen dieser tollen Aussicht und dieser erfrischenden Brise ausgewählt, sondern weil es weg vom Center und der Hauptstrasse in einer sehr armen Region liegt. Vorher haben die Kinder 7 km an der Hauptstrasse entlang laufen müssen, um in die Schule zu kommen. Mit der Konsequenz, dass nur ältere Schüler in die Schule gegangen sind und es viel tragische Unfälle gegeben hat. Wo wir dort angekommen sind, hat es nichts gehabt. Kein Wasser, kein Baum und heute noch ist die nächste Steckdose 17 km entfernt. Wir haben unser Zentrum Schritt für Schritt aufgebaut und jeden Ziegel vor Ort hergestellt und mit Kindern, Lehrern und Eltern über 800 Bäume abgepflanzt. Heute können über 500 Kinder in Sicherheit spielen und lernen. Ein grundlegendes Menschenrecht für über 500 Schulkinder vom 1. bis 12. Schuljahr. Nous sommes contents, nous sommes joyeux. Mama Claudie est venue. Mama Claudie est venue. Nous sommes contents, nous sommes joyeux.
Unsere Primar- und Sekundarschule ist katholisch und staatlich anerkannt und gehört zu der Diözese von Kisantu. Im 2020 haben unsere vier ersten Schüler mit dem 12. Schuljahr abgeschlossen und haben an der staatlichen Maturaprüfung teilgenommen. Und alle haben bestanden. Bis im Sommer 2022 haben 10 Schüler mit der Matura abgeschlossen. 2 von ihnen arbeiten jetzt bei uns in der Administration und haben verschiedene Aufgaben in der Primarschule übernommen. 2 andere studieren in der Pädagogischen Hochschule und möchten nachher zurückkommen und an dieser Schule unterrichten, wo sie selber in die Schule gegangen sind. Für uns wäre das toll, denn das sind Vorbilder für unsere Schüler und die Region. Merci. Maintenant, qui peut passer au tableau noir et nous dire les verbes avoir, aller? En quoi consiste la leçon d'aujourd'hui? Pour aujourd'hui, il y a une leçon de montage. On fait le montage va-et-vient. Qu'on a besoin d'alimenter ici et là avec des schémas 6. C'est là le montage qu'on peut les trouver dans les couloirs.
et aussi dans les chambres des malades. Très bien. Chers amis, bonjour. Bonjour. Hier, dans notre cours de philosophie, nous avons voulu chercher dans la grande partie des doctrines philosophiques. Nous avons cherché à connaître l'origine de l'univers, selon les philosophes dits des présocratiques. Et qui peut nous rappeler, selon les présocratiques que nous avons vus hier, qui a dit quoi sur l'élément central de l'origine de l'univers? Bouzang. Zwischen 2011 und 2019 haben wir 4 20 Fuß Schiffscontainer in der Schweiz gekauft, im Werdenberg mit Hilfe von Freunden und Familie vollgeladen und in Kongo verschifft. Sie sind alle gut angekommen und sie werden vor Ort als Lager und Büro eingesetzt. Wir haben viele Sachen geschickt, die im Kongo ein zweites Leben bekommen haben, wie Uniformen, Schulbücher, Solarpanels, medizinisches Material und Fußballgoals und Dress. Und natürlich noch viel mehr. Also, eins ist sicher, wir haben sicher das beste angelegte Fußballteam in der Region, denn sie shooten mit dem ehemaligen Nationaldress vom Fürstentum Liechtenstein. Die Fußballschule ist in der Region und bei den Schulkindern eine Attraktion geworden. Aber auch bei Eltern, die ihre Kinder zu uns ins Internat schicken. Wir haben auch ein Mädchen-Team, aber das ist aus kulturellen Gründen nicht ganz einfach. Am Anfang des Jahres gibt es für alle Spieler einen medizinischen Check-up. Nebst am Training bieten wir auch Workshops zu Themen wie Fairplay, Respekt, Hygiene an und greifen relevante Themen wie Corona auf. Nach dem Training offerieren wir allen eine Bui. Das ist eine Art Porridge und wir haben gesehen, dass sich der allgemeine Zustand der Spieler verbessert hat. In unserem Center haben wir auch einen Fußballplatz mit FIFA-Dimensionen. Zudem haben wir noch eine zweite Fußballschule in Muvalulu. Das ist ein grösseres Dorf an der Hauptstrasse, um das Angebot von Tolle Musica bekannter zu machen. Wo wir das Grundstück im 2012 gekauft haben, hat es ausser ein paar Sträucher nichts gehabt. Dorfbewohner haben das meiste abbrennt und Kohle hergestellt. Jetzt, nach einigen Anstrengungen und an einem Aufforstungsprogramm, wo wir unter anderem über 800 Bäume mit unseren Schülern, Lehrern und Eltern gepflanzt haben, ist unsere Anlage grüner und fruchtbarer geworden. Nicht alles wächst, wie es sollte. Und wir haben Probleme mit Dürre und Feuer. Aber wir haben wieder Mais, Süsskartoffel, Maniok, Bohnen, Avocado, Papaya, Banane, Moringa und Akazie gepflanzt und hoffen, dass wir eine gute Ernte haben. Trinkwasser ist lebensnotwendig und der Zugang schwierig, weil unsere Solarwasserpumpe immer noch auf die Bohrung vom Brunnen wartet. In der Zwischenzeit haben wir aber Wasserauffangbeckens gebaut mit einem Volumen von ca. 50 Kubikmeter, Dachrinnen und Zisternen installiert, damit wir so viel Regenwasser auffangen können wie möglich. Wie ihr seht, sind wir noch nicht ganz fertig mit dieser Installation. Damit wir das Wasser aber jetzt trinken können, müssen wir es entweder abkochen oder durch unser Filtersystem laufen lassen. Wir haben auch eine staatlich geprüfte Krankenstation, die die Grundversorgung abdeckt. Es werden auch verschiedene Workshops zu Themen Hygiene, Gesundheit und Aufklärung angeboten. Seit wir spezifisch mit diesen Themen auf die Oberstufenschüler zugehen, hat sich die letzten 4 Jahre einiges verbessert.
Wir haben keine Teenager-Schwangerschaften mehr, keine Fälle von Gewalt und sexueller Belästigungen. Während Corona haben wir ein Aufklärungs- und Hygieneprogramm angeboten. Im 2013, nachdem wir das erste Schulzimmer gebaut haben, haben wir mit dem Analphabetinnenprogramm angefangen und später ist Schneiderinnen und das Agrikulturprogramm dazugekommen. Die Frauen, vor allem Mütter, sind unsere Zielgruppe gewesen, weil sie einen grossen Einfluss in der Gesellschaft haben. Dank diesen Frauen haben viele Familien realisiert, wie wichtig es ist, ihre Kinder regelmässig in die Schule zu schicken, damit sie eines Tages einen Beruf lernen können und eine echte Chance haben, aus dem Teufelkreis Armut auszubrechen. Dalla Musica hat dank einer Satellitenschüssel und einer Solaranlage rund um die Uhr Internet. Das erleichtert die ganze Administration und Zusammenarbeit sehr. Dank am staatlichen Online-Programm vom Bildungsministerium hat sich sogar unsere Abschlussklasse während Corona bestens auf die Matura-Abschlussprüfung vorbereiten und es haben alle bestanden. Nachhaltigkeit ist, wenn der Staat anfängt, unser Projekt zu anerkennen und uns bei der ländlichen Entwicklung unterstützt und hoffentlich auch bald die Löhne der Oberstufenlehrer zahlt. Nachhaltigkeit ist auch, wenn der Staat Personen anerkennt, die sich für Entwicklung im Land einsetzen, wie hier im Ministerium für Familie und Gleichstellung. Und Nachhaltigkeit ist, wenn das Zentrum den Punkt erreicht hat, wo es sich durch verschiedene Einkommensquellen selber tragen kann, wie zum Beispiel unser Internat. Diesen Punkt haben wir bald erreicht, aber in der Zwischenzeit freuen wir uns, dass die Kinder, die früher noch nur zugeschaut haben, heute aktiv mitmachen. Happy Birthday, Tala Musica! Im November 2022, während meiner 12. Reise in Kongo, haben wir den 10. Geburtstag vom Zentrum Tala Musica feiern. Ein grosses Dankeschön, Potondo, an Christoph, seiner Familie und dem ganzen Team. Ihr habt tolle Arbeit geleistet und die Zusammenarbeit mit dir macht Spass. Es ist gut zu wissen, dass wir vor Ort einen kompetenten Leiter haben, dem wir auch vertrauen können und wo alle Fäden in der Hand hat. Der Christoph Mbedi ist unser lokaler Projektmanager seit dem ersten Tag. Es war nicht immer einfach mit all diesen Herausforderungen. Aber wir haben eine Vision und aufgeben war nie eine Option. Danke für all deine tolle Arbeit und danke auch an meine Kinder, meine Familie, Freunde, Stiftungen, Firmen und Institutionen, die uns all die Jahre begleitet und uns Vertrauen geschenkt haben. Wie Sie in dieser Dokumentation sehen können, ist ein ganzes Bildungszentrum aufgebaut worden. Nicht alles ist einfach. Es sind Schwierigkeiten auftreten, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Dorfbewohnern, die sich nur schwer an neue Ideen anpassen. Unsere Solarwasserpumpe wartet noch immer auf den versprochenen Brunnen und unsere Sexuallehrer, Lehrerinnen werden immer noch nicht von der Regierung bezahlt, obwohl wir eine öffentliche, katholische und vom Staat anerkannte Schule sind. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt und uns in vielen Sachen profiliert. Aber es ist klar, dass wir noch eine ganze Reihe von Aufgaben haben, die wir gerne erfüllen würden, um unabhängig zu werden. Und das immer im Einklang mit unserer Vision. Schaut darüber aus. Danke und auf Wiedersehen. Potondi di Kala Malamu. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, haben den Film jetzt gesehen. Schaut drüber aus, das ist auch übersetzt, oder? Und bei mir ist Claudia Doron und es ist sicher interessant, wie ist so ein Film zustande, wie ist das Projekt zustande, River of Hope, das war vor 13 Jahren, gewesen, oder wann genau bist du auf die Idee gekommen, Claudia? Ja, eigentlich im Februar 2010.
Nachdem ich meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe, ist auf einmal, also im letzten Mal, im letzten Kurs, ist auf einmal aufgekommen, dass ich gar nicht coachen im Moment, sondern dass ich eine Schule irgendwo auf der Welt gründen will. Das ist eigentlich ein Traum, den ich schon seit über 20 Jahren hatte. Aber wie es dann halt so ist, kommt das Leben dazwischen und das hat so alles zugedeckelt. Und beim Coaching kommt halt alles auf. Und auf einmal ist das wie vorne gewesen, also wirklich an der Nase vorne, oder? Und dann bin ich dann heim und habe gesagt, ich gründe jetzt einen Verein. Ich gründe jetzt einen gemeinnützigen, steuerbefreiten Verein und dann gründe ich irgendwo in der Welt eine Schule. Und das ist ja auch ganz einfach. Ich habe dann meinen Mann genommen, meinen Vater, weil es braucht 3 Leute, um einen Verein zu gründen. Und die haben zwar schon, mein Vater hat mir die Temperatur genommen, ob es mir noch gut geht. Und mein Mann hat auch gefragt, wie soll das bitte gehen ohne Geld und ein Projekt im Verein gründen. Dann habe ich gesagt, du musst nur den Zweck haben. Und das habe ich auch gewusst. Ich habe genau gewusst, was ich wollte. Und habe einfach geglaubt, dass der Rest mich wird sich finden. Da sind wir jetzt mit drin, aber gell? Also, ja. Du warst schon mal Flight Attendant, oder? Du warst also Flugbegleiterin. Dort ist der Traum entstanden. Also, wir sind mit der Swissair auf Kenia geflogen. Und in Nairobi haben wir eine Schule, einen Kindergarten besucht, wo die Swissair unterstützt hat damals. Und da ist mir eingefahren. Und da habe ich mir gesagt, eines Tages mache ich das. Aber eben. Und damals, als du auf diese fiebrige Idee gekommen bist, um einen Verein zu gründen, bist du dort schon zu Buchs daheim gewesen, oder? Ja. Wir wohnen seit 2005 in Buchs. Genau. Und haben dann eben, nachdem ich Relocation angefangen habe, meine Coaching-Ausbildung gemacht. Was hast du wollen coachen? Was hast du wollen coachen, oder? Also ich betreue internationale Fachleute und deren ihre Partner dortmal, die sich ja da wieder komplett neu erfinden, oder? Sie können Sprache nicht, sie sind an einem neuen Ort, sie kennen niemanden und finden oft dann nicht einen Job und schon gar nicht Vollzeit und so weiter. Und dann geht es auch darum, dass man sich vielleicht neu erfindet, andere Sachen da macht, oder? Und heute ist vor allem Leute, die auswandern wollen, zum Beispiel, ist ein Thema. Aber auch Leute, die Träume haben und einfach nicht wissen, wie sie es umsetzen sollten. Und die einfach irgendwo im Leben noch denken, es muss noch etwas anderes geben, wie arbeiten. Jeden Tag und der gleiche Trump, Jahr für Jahr. Das habe ich mir so zum Ziel gesetzt, das rauszukitzeln, was es da noch gibt. Und gebe auch Workshops über das, genau. Schwierige Aufgabe, oder? Eigentlich. Nein, ist eigentlich ganz cool, weil sie haben ja alle das in sich hinein. Manchmal braucht es einfach jemanden von außen, wo beim Coachen das raus kann, weiss, wie man das rausholen kann, oder? Und auch die ganzen, vielleicht diesen Glaubenssätzen mal ein Ende setzt und alles, was einem alle die Stimmen rundherum, die sagen, du kannst das nicht, das habe ich auch früher noch gehört. Und hätte ich immer gehört auf alle, hätte ich nichts gemacht, oder? Und ich meine, wer gründet schon einen Verein und sucht ein Projekt ohne Geld und ohne Erfahrung in dem? Mhm. Aber mein Glaube daran, dass ich das kann und irgendwie der Weg wird sich einfach ergeben, der ist einfach viel stärker. Und so mache ich eigentlich ständig Sachen, die ich noch nie gemacht vorher. Also ich fordere mich immer wieder neu raus, was einfach cool ist, oder? Und haben wir jetzt auch vorgenommen, jedes Jahr gibt es ein anderes Projekt. Ja. Wahnsinn. Also ich begreife irgendwie deinen Vater, dass er Fiebermesser für einen Colt hat. Ja, ich auch. Ist nicht gerade einfach, so eine Tochter zu haben, genau. Wir sind jetzt am Werderberg, gesehen hinter das Schloss Werderberg von der anderen Kamera her. Da sehe ich den Marco Kopf, du hast gesagt, irgendwie, ja, du hängst irgendwie in dieser Gegend immer noch. Wir gehen auf Privatsweiter nicht ein, aber du wohnst inzwischen in Israel, oder? Ja. Und wir können jetzt vielleicht zurück zu dem Ganzen. Du hast also, bist mit Träumen konfrontiert, siehst anderen irgendwie, bist eine Traumproducerin für andere und selber hast du dann eben den Traum auch erfüllt von 13 Jahren. Und, und dann heisst es aber River of Hope, aber weit und breit kein River, oder? Nein, der Kongo-Fluss ist auch nicht gerade in der Nähe. Nein, es hat mit dem nichts zu tun, weil ich habe ja River of Hope gegründet, bevor dass ich gewusst habe, wo denn das wird sein. Ich habe einfach gesagt, irgendwo auf der Welt, oder? Und habe dann einfach gedacht, das Projekt wird mich finden. Und River of Hope habe ich genommen, weil mein Schwiegervater ist ein Holocaust-Überlebender. Er ist als Kind in Belgien aufgewachsen. Und wo die Deportation angefangen hat in Belgien, ist er von der Mutter getrennt worden. In Belgien von einer katholischen Familie, also von einem ganzen Dorf eigentlich versteckt worden. Und integriert worden, als katholischer Bub aufgewachsen irgendwie. Ist dann später mit 10 auf Israel.
Ist eigentlich immer ziemlich allein gsi, hat studiert und hat sich zum Ziel gemacht, mit den United Nations, ist er also ein Diplomat gsi für die United Nations und hat lange in Afrika gewohnt, in verschiedenen Ländern, hat aber auch in Afghanistan und so immer mit den Leuten vor Ort, also man sagt dem Grassroots Project gemacht. Und das hat mir imponiert. Ich habe das so cool gefunden. Ich habe aber gewusst, dass wo er steht und wo ich bin, das sind Welten dazwischen. Oder? Er hat das studiert, Agrikultur und hat das und auch AIDS-Aufklärung und so weiter gemacht. Aber ich habe ihm dann überredet, dass er seine Biografie schreibt. Und der Titel davon war dann «River of Hope». Gewesen, weil, als er in Nigeria war, haben die immer gesagt, wenn du kommst, ist es immer wie der Fluss, der die Hoffnung mitbringt. Oder? Und ich wollte einfach, dass die Geschichte von meinem Schwiegervater nicht vergessen geht. Und darum habe ich ihn dann gefragt, ob ich den Namen brauchen darf. Und dass das wirklich in der Familie wie der Rotfaden wird. Genau. Bist du so richtig verliebt in deinen Schwiegervater? He? Ich habe das einfach. Ich habe jemanden, der so gelitten hat, eine sehr schwierige Kindheit gehabt, ohne liebliche Eltern aufgewachsen ist und immer sich müssen verstellen eigentlich lang, auch nachher als Teenager eigentlich in einen Kibbutz gekommen ist, wo einfach Kinder gsi sind, wo die Eltern ohne Eltern, oder? Und dort auch hat müssen krampfen und dann sein ganzes Leben eigentlich immer also allen anderen hilft, das ist einfach ein unglaublicher Kraftakt, oder? Er ist leider gestorben im 2019 Krebs, deshalb Kampf hat er nicht gewonnen. Aber für mich hat er sehr viel Respekt verdient, genau. Mhm. Ja. Er ist eigentlich auch ein bisschen deine Hoffnung gewesen, dass du deine Hoffnung kannst umsetzen kannst. Also er hat dir auch ein bisschen den Weg gewiesen, dass so etwas kann möglich sein kann. Also, du kommst ja vom Appenzell, gell? Also, ja, die Karos sind dir eindeutig zu klein gewesen dort oben. He? Ja, ich bin in einer sehr beschützten Umgebung aufgewachsen, hatte eine gute Kindheit und so, aber einfach typisch schweizerisch. Und dann als Teenager habe ich dann mal angefangen, die Wurzeln zu suchen. Es muss doch irgendwo noch etwas Interessantes geben. Und dann sind wir zurück bis 1791 und dann ist irgendwie das Archiv abbrennt und dann sind wir nicht mehr weitergekommen. Aber bis dahin, also definitiv 100% Schweizer, oder? Und ja, dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt einfach mal ändern. Jetzt muss ich etwas tun, oder? Ich habe das immer so spannend gefunden, die, die können noch Italienisch oder Spanisch reden oder die, die irgendeinen Onkel sind auf Amerika besuchen. Ja, und habe dann das, nach meiner Lehre bin ich gerade auf Neuseeland zuerst Englisch lernen und dachte, also, und das passt zu dir, gell? Einfach ja, weitest Weg, wo irgendwie geht. Und das gell? Ist unglaublich, wenn du Englisch kannst, also wenn du mit Schweizerdeutsch... Ja, weißt du, Neuseeland, ja. Hätte ich England sein können? Nein, weißt du, also ja, mein Nachttischlämpchen war ja so ein Globus, gewesen, oder? Ja. Und dann konnte ich eben schauen, was ist genau auf der anderen Seite und es geht gar nicht weiter weg wie Neuseeland und da habe ich mir vorgenommen. Mein Vater, also meine Eltern haben das zwar nicht geglaubt, sie haben gesagt, wir glauben dir das erst, wenn du in dem Flieger sitzt, weil eben, ich habe oft so Pläne gehabt, oder? Aber ich bin dann tatsächlich gegangen und ja, und dann das unglaubliche Entdeckung, dass wenn du Englisch kannst, die Welt auf einmal so riesig ist. Mhm. Also das, oder? Im Fernsehen schauen und allem, mit Leuten reden, auf einmal hast du so viel mehr um dich herum, wo du kannst tun und machen, genau. Mhm. Hast du das deinem Vater damals auch so erzählt, als er Fieber gemessen hat? Weißt du, ich denke so, im fortlaufenden Interview merke ich ja länger mehr, es passt alles zu dir, gell? Irgendwie. Einfach eins überlege ich mir immer, das muss jetzt ausgerechnet Afrika sein, du bist so stylisch auf Weg. Hast du so Ansprüche, dass man rechts ein Blümchen her tun muss und ein bisschen schräg sitzen, ist auch nicht unproblematisch gewesen, oder? Und irgendwie so Afrika stellen wir so... Ja. Oh, nein, ich habe den schon angepackt und dreckige Hände bekommen. Also, okay. Auch gar kein Problem. Also, ich bin sehr vielfältig und mache alles. Also, nein, also auch in Afrika, also die sind nämlich froh, wenn ich wieder gehe, die sind total auf der Schnörre, nachdem ich unten bin, oder? Weil wir haben ja über 800 Bäume gepflanzt und wo ich gekommen bin, haben wir eine Allee und wo ich gekommen bin, ist der ein Baum so dran, der wächst so und dann habe ich gesagt, ihr wollt doch eine Allee und so viel das bei mir bedeutet, die Bäume sind gerade und das... Oder? Also die schweizerische Genauigkeit muss... Nein, nicht das, aber die Bäume, die wären komplett quer gekommen, also das wäre überhaupt blöd gewesen, weil wir ja wollten, dass es Schatten gibt und alles und dass man nachher schön drunter sitzen kann. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt holen wir Bambusstecken und ich habe immer Schnur und Schere und alles dabei, ja, dass wir ja nichts mehr suchen.
Und dann haben ich halt gesagt, so, jetzt binden wir da. Und dann haben sie gesagt, ob ich Gärtner sei von Beruf. Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich habe einen Garten daheim, oder? Und möchte eben auch, dass meine Sachen einigermaßen gerade kommen oder so. Und auch wenn ich einen wilden Garten, also mein Garten ist der einzige Dschungel, aber... Wie da, gell? Urwald macht Heimat. Wie da, Urwald macht Heimat. Ja, ist doch gemütlich, oder? Genau. Aber den Dschungel hast du noch behalten, gell? Jetzt bei dir, im Werdenberg? Ja. Ich komme ja nicht mehr so viel dazu. Ja. Also ich bin vielleicht alle zwei Monate für zwei Wochen da oder so. Und dann tut sich einfach einiges, oder? Und es ist aber herzig, es ist gemütlich. Also ich nehme nur noch wirklich den schlimmsten Weg, aber... es ist ein Paradies für die Insekten, sagen wir es mal so. Ja. Dann in Afrika, was hast du jetzt dort genau aufgebaut? Was ist das jetzt genau, dein River of Hope? Also mein Team hat dort mal 4 Hektare lang gefunden, in the middle of nowhere, also wirklich abgelegen wie nur etwas. Sie haben mir aber erklärt, das ist gut so, weil dann ist der Frieden. Also wir sind nicht an der Hauptstrasse und so weiter, also es ist ruhig. Und es ist auf einem Hügel, es hat immer eine Brise, also es wird nicht so stickig, also was eigentlich wirklich gut ist. Und dann haben wir haben ja nichts gehabt. Also wir sind 17 Kilometer weg von der nächsten Steckdose und wir haben kein Wasser, nichts. Also wir mussten alles wirklich aus dem Nichts aufbauen. Und dann hat es halt schnell geheissen, weil ich habe gesagt, da brauchen wir Schule, aber wenn wir Schule braucht man Wasser und wenn wir Kinder haben, dann braucht man eine Krankenstation. Es sind ja gewisse Sachen, wenn es einfach nichts hat. Also das Dorf auch nichts hat. Die leben die ganz verwahrlosten Hütten und leben vom Büsch abschneiden und Kohle herstellen. Also die meisten Kinder gehen nicht in die Schule und die Eltern sind Analphabeten. Also wir haben wirklich null angefangen. Und haben dann wirklich jeden Ziegelstein bei uns gegossen und haben so eine Schule aufgebaut, eine Krankenstation, einen Esssaal, Unterkunft für Lehrer und so weiter. Und bis dann halt einfach alles entstanden ist. Also wir mussten wirklich schauen, dass alles gleichzeitig aus dem Boden wächst. Und eigentlich ist man das auch, also wir, ich war die, die das Geld gesucht haben, aber ich habe ja ganzes Team, sonst wäre es ja nicht gegangen, haben wir es dann geschafft. Im 2005 habe ich eine Zusage nach dem anderen von Stiftungen bekommen. Wie hast du die geholt? Ist alles Non-Profit, gell? Organisation im Grunde genommen, gell? Ja. Du willst schon eine grosse Werbung machen eigentlich? Also Werbung machen. Also du willst nicht gross irgendwie abhängig sein von irgendjemandem, sondern du machst es eigentlich anders, also gell? Also abhängig, ja, ich mache es in dem Sinn anders, dass ich kein Vereinsmitglied oder einen ganzen Vorstand habe, der sich regelmäßig trifft und mir alles aufteilt. Ich bin ziemlich rassig unterwegs. Und wenn ich das Gefühl habe, wir müssen etwas machen, dann mache ich es. Und wenn ich das Gefühl gestern habe, dann setze ich es morgen um. Mhm. Und mir ist es zu träge, der ganze Apparat oder Leute einfach müssen einen Termin suchen, dass du das nächste Mal kannst reden kannst. Bis dann ist meine Energie in meiner Idee schon wieder fort. Also ich habe gemerkt, ich funktioniere so einfach nicht. Oder? Und habe dann eigentlich Teams für jedes Projekt gemacht. Und das ist genial, weil dann hast du Leute, die rauskommen für das. Oder? Sei es jetzt für Solar, wo ich mit dem Technikum zu Bugs Unterstützung bekommen von einem Professor, der gerade in Rente gegangen ist. Oder egal, aber die haben gewusst, um was es geht. Ich habe keine Ahnung von Solarpanels. Also unser ganzes Center ist auf Solarstrom, oder? Mhm. Aber das musst du irgendwie machen. Oder? Und ich kann ja auch nicht verlangen, dass die Leute vor Ort gehen. Kongo ist nicht Kenia. Also niemand verbindet Kongo noch mit einer Safari, einer Ferie, oder? Es ist schon ein Theater, bis du mal alle Bewilligungen bekommst und so weiter. Also es ist sehr anstrengend, oder? Genau. Und darum ist das eigentlich die beste Idee. Und ich habe schon mit vielen Stiftungen geredet, die gesagt haben, ach, du kannst einfach eine Idee haben und du gehst in einer Idee ständig weiter und kannst das umsetzen. Bei uns muss das in das Gremium die Absegnung haben und dann das Geld. Genau, die und dann geht es manchmal fast ein Jahr, bis dann wirklich etwas passiert. Mhm. Und ich kann so nicht arbeiten. Und ich ist ja nicht, dass ich einen Lohn habe, oder? Mhm. Ich habe gerade mal einen Lohn, wenn wir ein Projekt machen, dass meine Projektarbeit drin ist. Aber ich habe keinen monatlichen Lohn für meine Arbeit. Mhm. Also ich mache das gemeinnützig auch. Also das ist etwas, wo ich einfach aus mir etwas zurückgebe. Genau. Eben darum meine ich nicht eine grosse Abhängigkeit, möchtest nicht. Du denkst, Doron denkt und Doron lenkt, oder? Also, ja, und ich bin auch für jede Stiftung wahnsinnig dankbar, die einfach sagt, schau,
da hast, mach das und das setzen wir um. Mhm. Und nicht x Rapport will und alles. Ich mache ja Fotos, ich tue ja alle Bank, also ich bin sehr transparent, funktioniere ich. Und wenn dann halt die Stiftung enorm kompliziert wird, dann ist es für mich schwierig, weil ich mache ja alles, also ich mache das meiste ja allein. Also ich finde Gelder, ich mache die ganze Report, ich mache die Webseite und einfach, dass man die ganzen Administrationskosten auf ein Minimum bringt, was ich eigentlich auch fast keine habe. Also, mhm. Was andere ja 20-30% haben oder sogar mehr. Und vor Ort hast du einfach deine Projektleitungen, oder? Was haben die Leute dort vor Ort? Was bringst du ihnen für einen Mehrwert? Was machst du für sie? Oder wie sieht es aus mit Dankbarkeit und so? Also Dankbarkeit ist für mich schon, wenn ich jetzt in Kongo gehe und ich sehe unsere Bäume, die jetzt so gross sind wie der, den du hier zu hast, oder? Also ja. wo riesig sind. Und wenn du so einen Stamm mal einfach kannst umarmen und sagen, ach, da haben wir Pflanzen, also und wie das jetzt alles verwurzelt hat. Oder wenn du Schulkinder siehst, die lachend entgegenkommen und du in den Unterricht gehst, was sie ja gesehen haben im Film, dann ist das genial, also was das zurückgibt. Ansonsten, mein Ziel ist, so wenig machen wie möglich, so viel übergeben wie möglich und wirklich nur eine steuernde Funktion haben und wirklich schauen, dass die selber können, funktionieren und selber können Verantwortung übernehmen und in ihrem Tempo gehen. Also das ist ja auch noch wichtig. Und wir haben manchmal Diskussionen, da ist meine Idee und seine Idee komplett anders. Also ich rede mit meinem Projektleiter fast jede Woche, oder? Ja. Und, aber wir spinnen die Ideen. Das ist gut möglich, kein Problem. Zum Reden. Ja, WhatsApp. Ah, okay. Das funktioniert. Ja, wir haben Internet, wir haben Solar, wir sind voll erschlossen. Und Wasser auch, gell? Ja. Also unsere, wie ich gesagt habe, im Film, unsere Wasserpumpe ja. wartet ja immer noch auf die Bohrung, die ziemlich genau. tief gehen soll. Ja. Und der Staat hat uns das versprochen, dass die Bohrmaschine kommt. Sie ist aber noch nicht gekommen, also wartet jetzt unsere Solarwasserpumpe auch noch. Die habe ich gesponsert bekommen, genau. Ja. Wie ist das für dich dort? Weißt, jetzt sind wir hier eben im Werdenberg, also bei Grabsen. So. Und vorher war es ganz ruhig. Ja. Die Luft schmeckt an und für sich noch gut. Wir sitzen unter einem Nussbaum. Eigentlich hätten wir so völlig relaxed. Aber das Sumsen und Brumsen ist unglaublich. Gell? Irgendeiner meint hier eigentlich immer. Oder eigentlich immer sind wir dem entflüchten. Ja, genau. Also, wo es genau ist, weiss ich nicht. Da fragst du dich dort oben, dort im Hang. Von allen drei Seiten. Ja, von allen drei Seiten. Gell? Ist das in Afrika auch so? Weißt? Oder wenn du so die Luft schmeckst in Afrika oder so die Umgebungsgeräusche, so, ist das dort auch so? Nein, eigentlich eben Motoren schon gar nicht. Wir hören ganz ein bisschen die Strasse. Wir haben die Hauptstrasse, die von Kinshasa auf Matadi geht. Also, das ist eine sehr gefährliche Hauptstrasse, weil es viele Container haben. Also natürlich, alle Container kommen in Matadi an. Auch unsere vier sind dort angekommen. Und von dort ist es gefährlich. Aber rein sonst haben wir eigentlich erholen. Ich habe schon gesagt, Leute mit einem Burnout sollten eigentlich dort hin sich holen. Die Luft ist gut, ab und zu ein bisschen verbrennt. Halt jetzt irgendwo einen Busch abzwackelt oder so. Aber nein, eigentlich eine sehr erholsame Umgebung. Ja. Das ist hier dann wirklich anders. Wenn mal schönes Wetter ist, gell? Es regnet, wenn schönes Wetter ist, dann brummt es. Ja. Da kommt jeder mit dem Rasenmäher raus. Und das Klettern ist ja, sie sind ja ziemlich weit weg, man sieht es auch nicht wirklich. Ich würde es gerne mal zeigen, aber man sieht es nicht wirklich. Aber es brummt von allen Seiten. Ja. Es sind einfach die grossen landwirtschaftlichen Maschinen, die jetzt einfach hintun. Es hat halt lang geregnet, gell? Und jetzt muss das Gras rein. Ja. Ja. Genau. Ja. Jetzt bist du also seit 13 Jahren hier unten. Du wohnst aber inzwischen in Israel, oder? Und, du hast ja wie so zwei, drei Standbeine so. Und du kriegst es immer so schön zusammen. Ja, so einfach ist es auch nicht. Also es ist dann einfach, wie mache ich das jetzt? Oder? Ich mache ja, ich tue immer noch internationale Fachleute ansiedeln, im Auftrag von internationalen Firmen. Und dann mache ich auch weiter. Also ich habe mir das aufgebaut und das ist so mein Baby, oder? Und habe jetzt zwei coole Frauen gefunden, die mich da tatkräftig unterstützen, die das ganze Lokale machen. Also die Wohnungsbesichtigung anmelden und einfach für die Leute da. Und ich mache die ganze Beratung von jedem Mitarbeiter von A bis Z. Und da hat sich jetzt wirklich gut eingependelt im letzten Jahr. Genau, es ist ja nicht so lang, oder? Und meine Tochter wohnt in Texas, also das letzte Jahr war eine Herausforderung à la Bonheur. Also eben mein Sohn wohnt da, meine Tochter in Texas, ich wohne in Israel und mein Projekt in Afrika. Und letztes Jahr war es wirklich eben gerade überall Jubiläum gewesen und bin noch Grossmutter geworden. Und dann ist gerade etwas ab, ja.
Aber ich wäre wahrscheinlich eine digitale Nomadin, oder? Großmutter auf dem neuesten Stand, oder? Ja, genau. Und Coachen mache ich halt auch oft online dann. Und ich kann Workshops oder Coachings geben, wenn ich da bin. Also es ist alles eine Sache von der Organisation. Eben, das Coaching machst du immer für Firmen da, zum Beispiel Hilt jetzt. Also das ist einfach Beratung für Ansiedlungen und Coaching von Privatleuten oder Gruppen oder so. Mit Wohnungssuchen, Verbindungen knüpfen und so weiter, gell? Ja, also wenn ich halt dann da bin, gehe ich wieder die Leute go besuchen und so. Oder ja, also musst halt schon schauen, dass die Kontakte. Ich habe ein riesiges Netzwerk und einen super Support, also, wo mich auch bei Projekten unterstützt, jetzt wieder zum Beispiel das Filmprojekt, das ja unterstützt worden ist, damit ich alle Kosten können abdecken von dem Film und so weiter. Und das ist mir schon viel wert. Also das muss man schon schätzen, oder? Das ist nicht selbstverständlich. Das, was wir jetzt hören, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist ein kleines bisschen der Wind, der hier vom Herrn Kopf oben runterkommt. Ja. Also, das ist jetzt etwas anderes. Deine Mama, gell, die ist in Appenzell daheim. Also meine Eltern wohnen im Appenzell. Genau, deine Eltern. Und weißt, wenn sie vielleicht den Film gesehen, vielleicht verstehen sie auch ein bisschen besser oder haben sie inzwischen, verstehen sie langsam so ein bisschen? Ja. So. Ich bin einfach ein bisschen der Chaot von der Familie, aber ja. Und sie sind auch ein bisschen stolz, nehme ich an. He? Ja, sie haben ein bisschen Mühe, dass jetzt ich auch noch ausgewandert bin, oder? Aber ich bin auch regelmässig da und das ist jetzt eine Sache. Ich bin ja schnell, wenn irgendetwas ist, bin ich ja schnell zurück. Also, ich bin ja frei und flexibel und unkompliziert von dort her. Sollte das schon machbar sein, genau. Können Sie heute mal auch, weißt du, so Israel, Afrika, so, kennen Sie das? Also, hast du vor Ort? Also, meine Eltern sind viel gereist, also mit mir schon durch Swissair und auch früher sind schon ein paar Mal in Israel gewesen, genau. Ja, da bist du eigentlich gar nicht so chaotisch, das haben dir die Eltern wie mitgegeben, oder? Also ich habe es mitgenommen. Aha. Also. Also ja, genau. Also vielleicht habe ich das ein bisschen, also meine Eltern sind damals, vor sie auf die Welt kam, auf Deutschland. Mein Vater hat dort eine Ausbildung gemacht in einer Schule, die es hier in der Schweiz nicht gegeben hat, und ich bin zu Deutschland auf die Welt gekommen. Ja. Und dort hat, glaube ich, meine Internationalität bereits angefangen. Ja, genau so. Fühlst du dich irgendjemand daheim? Also ich habe mich jetzt gerade entschieden, dass ich mich nicht entscheide, wo mein Zuhause ist. Es ist einfach an beiden Orten jetzt, oder? Es ist eigentlich dort daheim, wo ich mich wohlfühle und wo ich liebe Leute um mich herum habe. Das ist mein Zuhause. Und das ist jetzt einfach an beiden Orten, oder? Also ich gehe heim, wenn ich in die Schweiz komme, und wenn ich auf Tel Aviv will, gehe ich wieder heim. Also ich gehe immer heim. Und hast du immer das Heimweh nach dem, was du gerade nicht hast? Ja, also ich bin halt schon Patriotin, also ich bin halt schon Schweizerin, oder? Also da merke ich dann, wenn ich sehe, wie viel Raclette-Käse im Koffer mitschleiche und Schoki, wobei eben Schoki, die gibt es in der Zwischenzeit auch in Israel. Aber es gibt dann schon ein paar Produkte, die ich dann mitnehme, oder der Appenzeller ist auch immer dabei. Von dort her schon, auf jeden Fall. Oder? Also Schoki vermissest du tatsächlich? Nein, Toblerone zum Beispiel, aber die hast du früher im Ausland nicht so überkommen. Israel sicher auch, oder? Jetzt gibt es schon. Genau. Und Israel ist schon Hightech, also von dem her gesehen, also eben, alles mit Apps und alle Apps auf Hebräisch. Es ist eine riesige Herausforderung. Also ich habe es schon ein bisschen unterschätzt. Ich habe dann schon gedacht, ich habe das komplett im Griff, oder? Schon rein wegen der, ich mache das schon seit über 15 Jahren. Und habe natürlich da für jedes Problem eine Lösung. Ich finde immer irgendeinen Weg und so. Und dann bin ich voll abhängig von meinem Partner, oder? Weil das ist einfach mein Hebräisch. Ich bin zwar am Lernen, aber ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Und ich merke schon, es wird schwieriger, um eine Fremdsprache zu lernen. Und dann ist es ja auch noch alles auf Seitenverkehr. Also die schreiben ja von rechts nach links und so. Okay. Aber mit Deutsch und Englisch geht ja auch viel in Israel, oder? Ja, auf Englisch geht einiges, aber eben gleich viel auch nicht. Mhm. Und viele Apps gibt es nicht auf Englisch, die sind einfach auf Hebräisch. Aber ich manage jetzt wenigstens gar ein Store auf mit dem App und so. Also. Du hast ja Israel damals auch beim Schwiegervater ganz ein kleines bisschen kennengelernt. Also, ist es jetzt so, wie du dir das damals vorgestellt hast? Ist halt schon anders, oder? Wenn du in die Ferien gehst, ist das Land immer anders und du kannst immer wieder gehen. Mhm. Aber wenn du dich mit dem Tagtäglichen musst auseinandersetzen musst und du musst zum Arzt und du musst eine Versicherung haben und so, wird es schon anders. Ich habe jetzt Homeoffice, also mit all dem, was ich arbeite, habe ich genug zu tun im Moment. Aber es ist halt ein sehr stressiges Umfeld, oder? Und von einer Art haben sie so eine Coolheit drauf,
Und sind locker und das tut mir gut. Also das tut einfach als Schweizer gut. Also von dort etwas abschneiden und auch der Familienzusammenhang und alles. Und so weiter. Es gibt sehr viel, wo mir dort auch gut tut. Oder? Bist du schon in der Corona-Zeit in Israel gewesen? Nein, ja. Nein, da haben wir uns gegenseitig irgendwo auf Zypern getroffen, wenn beide Länder gerade aufgetan haben für eine Woche. Also ja. Zypern habe ich so, Corona habe ich, die Zeit habe ich so verbracht in meinem Garten. Das war schwierig, weil wenn die Grenze zugeht, ist mein ganzes Leben auf Stopp. Darum meine ich, ja. Also ich hatte von einem Tag auf den anderen keine Arbeit mehr. Also ja. Mein Privat- und Berufsleben hängt ja ab, dass die Grenzen offen sind, oder? Und das ist ja gar nicht mehr gegangen. Mhm. Aber ich habe ein Buch geschrieben für Relocation, also für Leute, die das erste Mal planen, auszuwandern. Und ich versuche einfach aus jeder blöden Situation noch zurückzuschauen und zu sagen, hä? Dank dem ist ja dann gleich noch etwas Gutes gekommen. Also ich bin sehr positiv darauf. Also ich denke oft, wenn etwas schief kommt, das muss einen Grund haben. Irgendwo kommt es wieder positiv. Oder? Genau, und versuche dann einfach daraus das Beste zu machen. Oder? Aber ich habe schon Krisen. Also ich bin fast amok gelaufen, eine Weile. Und dann musste ich denken, hey, Claudia, nicht so. So geht es nicht. Oder? Jetzt musst du etwas, das geht länger. Das ist nicht in einem, wo wir dann gemerkt haben, dass das länger geht. Oder? Habe ich mich dann schon ein bisschen wie man so sagt, ins Füdlchen üben und sagen, hey, jetzt reisst die aber zusammen, jetzt müssen wir da. Und Afrika war auch ein Problem, weißt du, während der Corona-Zeit? Eher ja, weniger, oder? Ja, es war zu. Ist zu Afrika, also Kongo war einfach zu. Ach so, auch. Oh. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, sie sollen Fiebermesser kaufen. Und dann hatten keinen einzigen Fiebermesser mehr. Und die, die es noch hatten, haben die ganz einfachen für fast 100 Dollar verkauft. Oder? Und dann habe ich aber können, dann hat man jemanden, und in der Schweiz ist es auch schwierig geworden, vor allem die, die hier ins Auto ist, die gerade messt und so. Aber jemand hat mir dann gesagt, du, schau, ich habe zwei Schenkte rein. Und der Botschafter hat gesagt, du kannst Diplomatenpost brauchen und dann schickst du ihn in Kongo und dein Projektleiter kann ihn dann abholen. Und dann habe ich herausgefunden, wie kannst du Masken machen, oder? Die sind auch viel zu teuer, Vermögen haben wir das auch nicht, schützen musst du irgendwie. Also das war dann einfach mal jedem seine Ding, oder? Und dann haben wir auch das T-Shirt-Ärmel, habe ich Schnittmuster gefunden, habe dann das abgefötelt, oder? Und gesagt, so, irgendwo schauen. Und dann haben sie das zusammengeschneidert und es war dann einfach Ruhe gewesen. Und dank unseren Solarpanels und Internet haben sich unsere Klasse können, also sind etwa fünf, die sich können auf die Schlussprüfung vorbereiten konnten, weil der Staat hat ein Online-Programm hatte, dass man sich können online vorbereiten konnte. Und haben sich also unsere fünf Schüler im Zug aussen da können auf die Abschlussprüfung vorbereiten. Und dann habe ich einen Film gesehen, sie haben alle bestanden. Und so Sachen sind cool. Es funktioniert einfach ab und zu auch etwas, oder? Es ist nicht immer alles, was man sagen, nicht schon wieder, oder? Es kommt sehr viel auch gut. Es braucht also schon enorm viel Geduld. Was nicht unbedingt meine Stärke ist, oder? Ja. Wobei, du hast eine sehr bewundernswerte, hohe Lebensintelligenz, gell? Du machst aus allem, wo andere Leute davon springen und sagen, es geht jetzt gar nicht mehr, machst du wieder irgendetwas Positives, oder? Du ja. Gehst in fremde Länder, machst dort etwas und behaltest dir gleich noch ein bisschen den Rückzug offen, oder? Und du gibst einfach wirklich gar nie auf, oder? Also da muss man schon sagen, ja, oder? Nein, also aufgeben ist für mich eigentlich, also das muss ich manchmal auch lernen, dass gewisse Sachen, musst du jetzt einfach einen Stopp reissen und sagen, jetzt ist genug. Und auch merken, wenn die Leute um dich herum nicht mehr gut tun. Also mit welchen musst du ein bisschen Distanz haben. Aber das merkst du mit dem Alter. Also das habe ich immer mehr gemerkt. Oder? Und einfach, was tut mir gut. Und einfach bei mir bleiben. Also immer mehr eigentlich. Ja, genau. Du bist einfach Claudia Doron, egal wo du bist. Du machst etwas aus deiner Umgebung, dass es so für dich passt. Und wenn es mal nicht passt, dann tust du Netzwerk machen und dann passt es irgendwie wieder. Ja, wenn es halt eben nicht passt, dann verheiz halt, oder? Was kann schlimmste passieren, wenn du etwas versuchst und du kannst es nicht, kommst du einen Kratz am Ego über, oder? Und dann musst du halt wegwischen und denken, okay, das ist jetzt voll in die Hose und das fragen die alle und du musst halt sagen, nein, ist halt nicht gegangen und so. Irgendwann vergessen die das dann auch, aber ich denke, ich probiere ja auch viel, dann darf ich auch ab und zu einfach etwas verheilen und dann einfach wieder aufstehen, oder? Aber es freut mich auch schon, wenn die Leute einem glauben, oder? Also wenn du Geld bekommst, ich denke, gerade das erste Mal, ich bin gerade in Kongo, ich bin gerade zurück vom Kongo, hat mich ein Herr eingeladen von der Familienstiftung in Liechtenstein und gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei, ich mir mal vorstellen, um was das da geht. Der Herr war über 60 und hat so, und ich habe ihm das
das erzählt, ich hatte keine Visitenkärtchen, gerade ein paar Fotos und von einem riesen Traum von einer Schule erzählt. Aber es ist ja noch nichts passiert. Ich werde ja gerne mal anfangen zu shooten, oder? Und dann, 3 Wochen später, habe ich 50'000 auf meinem Konto. Ich bin schier auf dem Stuhl runtergefallen. Mein Mann hat 0 abgedeckt auf dem Computer, einfach um zu sehen, er hat gemeint, das Gesicht doppelt, oder? Ja. Und ich bin völlig, was mache ich jetzt? Also, eben, ich habe so viele Momente, wo ich einfach keine Ahnung habe, was ich machen soll, weil ich das ja noch nie erlebt habe. Das ist so viel immer neu. Und du lernst immer wieder neu. Also, und dann habe ich ihm angerufen und gesagt, ja, ich finde das eine coole Idee, die sie hat. Ich glaube an sie, machen sie das. Jetzt haben sie viel Fußballmaterial, jetzt schicken sie das einmal in Kongo und schauen sie, dass sie auch noch einen Lohn haben. Sie können nicht gratis arbeiten, sie müssen ja ihre Rechnungen zahlen. Und dann und ich gesagt, was erwartet sie? Möchten sie einen speziellen Bericht? Ja, ein Jahresbericht, was sie machen. Und ein Revisorenbericht, die muss ja sowieso her. Und da langt mir. Und das ist die erste Person, wo mir einfach geglaubt hat, dass das, was ich will, und ich setze das um, gehauen oder gestochen, einfach an mich glaubt. Und das ist etwas Geniales. Also, das ist das Schönste, was da passieren kann, oder? Wenn einfach jemand sagt, komm, wir machen das miteinander, oder? Genau. Und wenn es eben einmal haut, dann glaubt man auch. Und so Wunder, oder ja, so Erfolg, es ist oder? Eben schwierig. Weißt, River of Hope ist ja einfach klein. Ja. Plus, ja, aber die Hope ist gross. Wie? Aber die Hope ist gross. Ja, aber dann haben wir es immer noch im Kongo. Und das ist gleich Kriegsgebiet für viele Stiftungen. Ja, genau. Oder? Ja. Und was wir jetzt brauchen, ist wirklich eine grosse Stiftung, die uns eigentlich hilft, das ganze Projekt auf die nächste Stufe zu nehmen. Für was ich das Gefühl habe, bin ich jetzt zu klein. Oder? Ja. Die Gelder, die wir jetzt brauchen. Aber wir haben eine staatlich anerkannte Schule, eine staatlich anerkannte Krankenstation. Wir haben Schüler von der 1. bis 12. Klasse, über 500 Schüler. Wir haben etwas. Wir haben alle Lehrer von der Pädagogischen Hochschule in Kinshasa. Die schlafen bei uns unter der Woche, weil es ist zu weit zum Heimgehen, oder? Also wir haben alles und jetzt brauchen wir einfach die Gelder, damit wir noch weiter etwas ausbauen können und einfach uns unterstützen, dass wir das Ganze auf den nächsten Level brauchen. Und da ist jetzt ein Knackenuss wirklich. Und wenn jetzt, ja, eben, das wäre jetzt das Vertrauen, das wir als nächstes brauchen. Und ja, genau, genau. Ja, genau. Und was heisst das? Knacknuss? Wie gross muss die Nuss sein? Ja, ja, es kommt jetzt einfach darauf an. Also, das ist so zwischen 50 und 100'000 wäre jetzt mal gut zum haben, damit wir jetzt könnten, 2-3 Sachen weitermachen könnten. Weil die Schule kommt an das Ziel an, dass sie sich das bald selber unterwegs sein können. Aber jetzt, das Wasser muss noch eben gemacht werden, was ja versprochen worden ist. Dann sollte der Staat unsere Lehrer zahlen, wo wir auch auf der Liste sind. Aber es sind im Moment über 80'000 Lehrer im Kongo, Oberstufenlehrer, die nicht bezahlt sind. Also wir sind nicht mit die Einzigen mit dem Problem und wir sind auf dieser Liste ganz weit oben. Aber solange die Lehrer nicht bezahlt sind, haben wir einfach ein Problem. Also alle Ersparnisse gehen im Moment drauf, dass wir einfach die Schule können am Leben halten können, bis wir so weit sind. Weil jetzt aufgeben ist einfach mega blöd, oder? Mhm. Und ja, und darum ist das, oder? Und dann geht es, dass wir Hühnerzucht und Hasenzucht aufbauen, damit Selbstversorgung dann klappt. Und wir brauchen eigentlich dann noch wenig, damit die mit dem Einkommen, was können generieren, auch das Internat, oder? Wir sind die Oberstufe machen wir Sport Etude, also Sport und Fußball. Und kommen jetzt Kinder über vom Militär, also es hat dort sehr viel, weiße Kinder sind, einfach weil die Soldaten gefallen sind, aber die Kinder sind immer noch dort und die Schulzimmer sind überfüllt und die suchen nach einer Lösung. Und wir haben gesagt, wir haben ein Internat, aber wir müssen zahlen. Also eben. Und es geht darum, dass wir Einkommen generieren können, um die laufenden Rechnungen zu zahlen. Es kann nicht sein, dass eine Schule ständig muss abhängig sein muss. Aber natürlich, wenn eine Renovation kommt oder ein Schulzimmer, dann braucht es einfach Unterstützung. Das ist ganz klar. Da braucht jede neue Schule hat jahrelang ein Defizit, oder, bis sie da kommt. Also, und bei Afrika oder so, in Entwicklungsländern, denkt man nach 3 Jahren, sollte das etwa klappen, oder? Klappt es eben nicht. Also, wenn man ein bisschen genauer anschaut und eben braucht Entwicklungshilfe einfach enorm Geduld und so weiter. Und ich bin ja nicht tun. Und ich glaube einfach daran, wenn ich jetzt tun sein müsste, dass es funktionieren würde, hätte ich schon lange aufgegeben. Aber bin ich ja nicht. Ich bin bis jetzt 12 Mal runtergereist und einfach nur wirklich zum meinem
meinem Team dort unten wieder einmal die Hand schütteln, Sachen zu besuchen, schauen, wie es läuft vor Ort, damit ich das wieder, die Ideen und die Problematik einfach auch spüre, weil ich lebe ja mit ihnen vor Ort, oder? Ich habe genau, wenn wir kein Wasser haben, genau so einen Kübel von 20 Litern für den ganzen Tag, wie alle anderen auch. Und da musst du dann noch recht überlegen, wie du das Wasser brauchst, oder? Mm. Bis am Schluss am Abend das WC spülst, damit die Mucke nicht kommen. Aber über 50 bis 100'000 wäre schon etwas, he? Ja, das wäre super, oder? Ja. Genau. Ja. Weißt, ich denke, du hast die Schulen angesprochen, 100'000 lang nicht einmal für ein Jahr für eine Lehrstelle da, oder? Ja, genau. Und einmal habe ich erlebt, das ein, ich kann es nichts sagen, aber es war da in der Gegend, gewesen, gell? Da hat eine Verwandte von mir mit einem geredet und Zeug und Sachen und hat auch so etwas geredet und so und es ist um eine Bank gegangen und so. Und tatsächlich, nachher sind 100'000 Franken gespendet worden. Also, Spendenkonto können wir einblenden, nehme ich an, oder? Ja. Ja. Es würde also lange, 1'000 Franken, da braucht man hat dann eben 100 Mal, man braucht 5 20'000 oder 20x5'000 oder einmal 100'000. Also auf jeden Fall, also ich finde, wer kann das der Claudia Daron irgendwie überhaupt verwehren? Also der Einsatz, egal wo du bist, gell, für das, dein Herzblut, das, was du umsetzen willst, der ist enorm, oder? Ich habe einfach gesehen, dass ich unten, ich habe einen Projektleiter seit dem ersten Tag gleich. Also seit mir, ich bin genau vor 13 Jahren das erste Mal unten gewesen. Ich bin am 29. Mai vor 13 Jahren runtergeflogen. Oder? Und seitdem habe ich das gleiche Projektleiter. Er ist gelernter Journalist und Lehrer. Er ist Diplomat, er ist einfach genial, er hat das einfach im Griff und macht das wirklich gut. Und wir haben, ich rede ja mit ihm nur Französisch, oder? Wir haben jetzt in der Zwischenzeit, man kann sich ja perfekt aneinander vorbeireden, oder? Einfach weil es geht ja nicht nur um die Sprache, es geht ja um das ganze Kulturelle rundherum. Und wir haben jetzt langsam unsere Sprache entwickelt, oder? Weil, und das ist natürlich genial, wer hat schon so lange einen Projektleiter, weißt du, wo das tun wirklich den Karren schmeißt und wo einfach liefert, wenn man miteinander redet und so und wo auch meine Probleme da versteht, oder? Und sagt, hey, ich habe kein Geld. Ich habe gerade mal 100 Franken auf dem Konto, ich kann dir jetzt nicht überweisen, dass wir eine andere Lösung finden, oder? Und wir haben schon so viel gemacht. Also wir haben aus allen Fotos habe ich Memories gemacht. Und mein Vater war schon Fachlehrer für Drucker gewesen. Der hat dann seine Kollegen gefragt und ehemalige Schüler. Der eine hat mir die Böckchen gemacht, die anderen Kärtchen. Und haben wir das verkauft, haben wir wieder 4'000 Franken gehabt. Dann habe ich im Buchs mit 3 verschiedenen Schulklassen haben wir Büchlein geschrieben über Fantasiegeschichten, Krimi und so weiter. Und da habe ich auch lokale Sponsoren gefunden. Der Drucker, wo wir wieder das für einen Spezialpreis gemacht haben, mit der Schulklasse eine Buchtaufe gemacht und alles. Und da ist eben auch etwas, das Kind versteht, dass wenn man zusammen etwas macht, enorm viel kann erreichen. Also die Schulklasse hat Projekte ausgewählt, hat gezeichnet, hat geschrieben im Unterricht, oder? Hat können schauen, wie das Büchlein entstanden ist beim Polygraph, wie das gedruckt worden ist. Hat dann haben wir Büchertaufe gemacht natürlich und haben es verkauft. Jede Schüler hat das gewisse Jahr gezahlt und dann sind wieder 4'000 Franken zusammengekommen. Oder? Und ich habe dann das Geld abgenommen, habe es gebraucht, so wie wir es besprochen haben, bin wieder zurück ins Klassenzimmer und habe wirklich können sagen, schau, das haben wir mit eurem Einsatz gemacht. Und eigentlich ist es ja für eine Schulklasse nicht wirklich ein grosser Aufwand, wenn man denkt, dass sie sowieso zeichnen und schreiben müssen, dann macht das Ganze auch noch mehr Sinn, oder? Wenn man dann noch weiss, es kommt dann etwas raus am Schluss. Aber ich sehe das wahrscheinlich ein bisschen vereinfacht. Aber, ja. Siehst du es absolut nicht? Aber nicht die, nein, aber, ja. Absolut nicht. Das wäre genau das, eine gewisse Beziehung schaffen, oder? Das ja, wäre ja also es geht mir Bezug darum, schaffen auch, oder? Wenn ein Kind zu mir an der Tür kommt und es verkauft einen Taler, dann meine erste Frage ist, was macht ihr denn mit dem Geld? Und wenn sie mir sagen, die Lehrerin hat gesagt, ich müsste die verkaufen, es ist irgendein Käfer, dann sage ich, weißt du was, geh du doch nochmal zurück und frage, um was das genau geht. Und wenn man es nächstes Mal kannst erklären kann, dann gebe ich dir gerne das etwas. Oder? Ja. Es geht mir um das. Oder? Mhm. Und die Kinder haben genau gewusst, was sie machen. Und sie haben das Büchlein, haben alle Büchlein mit Herzblut verkauft. Oder? Und das ist natürlich, und sie waren stolz gewesen. Sie haben eine Buchtaufe gemacht und so weiter. Es ist im Archiv in der Bibliothek zu Bern und zu Frankfurt. Also ja. Ist dann ja, schon noch klar. Ja. Also schon noch lässig. Ja, so einfach etwas probieren, etwas wagen, das finde ich wirklich toll. Der Brad Pitt ist jetzt nicht unbedingt mein Liebling, aber immerhin ein sehr bekannter Schauspieler, hat glaube ich mal gesagt, wer es perfekt ist, kann nicht wachsen. Oder? Das heisst mit anderen Worten, Perfektion kann auch irgendwie ausschliessen,
Analyse, hast du etwas probiert? Du hast es immer wieder probiert und also, bist zum Teil auf Misserfolg gekommen, aber sehr vieles hat eben auch Erfolg gehabt, oder? Ja, aber ich mache auch Fehler und ich bin auch, also ja, ja. Was die ganze Buchhaltung angeht, ist jetzt nicht meine Stärke, aber ich muss sie halt machen, oder? Ja, ja. Und ja, ich habe dann noch manchmal, oh Claudia, könntest du das nicht so und das sollte so aussehen. Ja. Und bei alles andere wie perfekt und das, ja, alles läuft. Und ich komme und denke, so, jetzt nehme ich ein Glas Wein vor, dass ich in der Buchhaltung weitermache, weil das geht gar nicht, oder? Mhm, ja, also, ja, ist manchmal hilfreich, oder? Ja, ja, ja. Das lockert ein bisschen, genau. Auf jeden Fall eine fantastische Idee, ein fantastisches Engagement, Herzblut, unglaublich. Also das ist es allemal 100'000 Franken wert, auf jeden Fall. Vor allem ist es verrückt, gell? Du hast ja selber eigentlich nichts davon? Nein. Also im Herz? Ja. Ja, es bleibt da, genau. Ja. Und, aber ich verdiene von dem nichts. Also wir haben gerade eben, wenn wir ein bestimmtes Projekt machen, ein Fußballprojekt oder so, dann ist dort Projektarbeit drin oder der Flug in Kongo, was auch immer, ist dort eingebunden, ist der Kostenpunkt, oder? Aber das deckt lange nie die Stunden ab, die ich habe. Also es ist ja so, es ist einfach ein Hobby von mir geworden. Andere gehen halt mega Skifahren, mega Golfen, oder? Oder andere Sachen. Und für mich ist es eine Herzensangelegenheit geworden und ein Teil von meinem Alltag, oder? Ich kann auch die Türen nicht einfach zutun. Wenn Armut einen Namen bekommt, dann kannst du nicht einfach die Türen zutun und sagen, ja, wir schauen dann irgendwas nächsten Monat wieder. Ich habe einen Moment anders. Ich kann meinem Projektleiter sagen, ja, die zwei Tage sind wirklich streng, können wir bitte nach dem Wochenende weiterreden. Aber ich kann da gar nicht abschalten. Es ist wie, es läuft einfach immer. Mhm. Und ich kenne die Leute alle so gut dort unten, oder? Und darum, ja. Du bist ein lebhaftiges 24-Stunden-Projekt, gell? Ja, nicht gerade. Ja, wir sind jetzt etwa gleich. Also, ja, wir haben jetzt so einiges gehört von dir. Wir können doch noch immer und ewig wieder reden. Es gibt sicher auch wieder mal andere Möglichkeiten, andere Anknüpfpunkte. Mit deiner Ideenvielfalt wird wahrscheinlich in zwei Jahren alles wieder ein bisschen anders aussehen. Aber vielleicht jetzt mal ein bisschen noch die letzte Frage. Was sind so deine grössten Hoffnungen, deine grössten Wünsche, so ein bisschen? Du meinst für das Projekt im Kongo? Für dich, für das Projekt nicht. Ja, meine, für das Projekt im Kongo natürlich auch für dich. Ich meine, du bist ja im Grunde noch die Triebfeder, die Tatere, ja, von diesem Projekt, oder? Also für Kongo definitiv, dass sich das selber trägt. Dass ich mich immer mehr kann eigentlich daraus herauszuziehen, aber immer für sie da bin. Also da, oder, ich will das nicht, das sind ja wie Freunde geworden, du gehst ja nicht einfach auf, oder? Mhm. Aber dass jetzt im Moment braucht es mich wirklich auch zum Geld zu suchen. Aber nachher, wenn Geld kommt, sporadisch, und sagen, oh, schau, ich habe von jemandem so viel Geld bekommen, lass uns wieder mal alle Häuser streichen oder so. Auf diese Art und Weise. Und nicht mehr den Druck, wir müssen das Geld haben, weil wir wissen nicht, wie wir die Lehrer behalten oder so. Und den Druck haben wir jetzt im Moment ganz intensiv, weil einfach der Staat, versagt hat. Ich meine, sind dort arbeiten und haben keinen Lohn. Aber behalten ihren Job im Fall, wenn es irgendwann mal zahlt wird, dass sie den Job haben, oder? Das ist unglaublich. Kann man sich da überhaupt nicht vorstellen, oder? Und das muss ich mir auch ins Herz nehmen, eben. Es ist eine andere Welt, oder? Und nicht meine. Also von dort her, dass man ein bisschen Abstand hat. Genau. Challenge Telefon, dies oder nein, meins? Das ist dies. Ich habe es abgestellt. Ja, genau. Ist das dort auch so? Ist die Zeit ein bisschen anders im Kongo? Ist dort, ja. Dass es nicht so gestresst ist und immer jemand schellt und so weiter? Ja, oder vergisst das Telefon zum Abstellen? Ja, sie sagen halt, wir haben Zeit und ihr habt Touren, oder? Ja. Und ich habe natürlich immer Deadlines. Gerade wenn du mit Projekt und Geld und Stiftungen zusammen schaffst, ist überall immer irgendeine Deadline oder so. Und ja, genau. Und sie haben halt mehr Zeit. Das braucht alles immer länger, oder? Mhm. Manchmal müssen die zu einem Termin dorthin und bei uns machst du ein Telefon, schickst es per Post oder per E-Mail, wenn es gut geht, oder? Und dort sind viel mehr Gespräche. Das Persönliche ist noch viel mehr nötig. Also sie verpuffen sehr viel Zeit einfach mit dem Weg, oder? Und ja, genau. Jetzt die allerletzte Frage. Dein grösster Wunsch für dich? Dass die Welt näher zusammenrückt, dass Israel näher mit der Schweiz ist, die Schweiz näher mit Israel, damit du ein bisschen beides haben kannst, damit du alles möchtest haben? Nein, gesund bleiben, das ist immer das eine. Und die digitale Nomadin in den Griff bekommen, das ist eine Herausforderung, oder? Einfach, dass ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und dass ich einfach an Ideen fehlt es ja nie. Und einfach weiterhin die Leute um mich herum,
die einfach so spontan unterstützen oder einfach ein Teil von meinem Weg werden, dass das auch weiter so besteht, weil egal wo ich bin, ich brauche das einfach, genau, ja.